Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Und wir sind wieder in Sizilien. Und der Blufeuer ist auch wieder dabei. Ein wunderschöner guter Tag. So wie du Bella Italia gesagt hast, das ist ein Traum in meinen Ohren. Bella Italia. Bella Italia. Oh, wie so. Man könnte meinen, du wärst Italiener. Also so dieses, wenn du jetzt die Hände noch dabei hattest, ne? So Bella Italia. So, Bella Italia. Ja, ich bin auch schon wieder dabei. Jawohl. Perfekt. Wir machen das Dach fertig und dann ist die Oper fertig. Schön, ne? Ja, perfekt. Das gefällt mir. Was ich aber jetzt vor der Aufnahme gemerkt habe, irgendwas fehlt da. Also wir haben noch, ich habe da ein bisschen wohl gebastelt. Ist halt schon länger her, aber ich habe gebastelt und nicht aufgenommen. Aber deswegen kommt ja da am Ende nochmal das Cinematic und da sieht man ja alles. Genau, und dann fliegst du nochmal drüber und dann sieht man. Ah, es wird, glaube ich, ich glaube mehr als nur einfach rüberfliegen. Mhm. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf, wie ich das mal vielleicht ein bisschen schöner abschließen kann. Oh, dann bin ich ja mal gespannt. Dann, wie lange geht das Video jetzt hier? 10 Minuten? 35, 10 Minuten müssen wir, ungefähr. Müssen wir bei 8 genau. Minuten aufhören, oder was? Müssen wir uns dann verabschieden? Nee. Wer sich denn das komplett Video dann angucken will, es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Minuten dann irgendwann werden oder so. Was heißt hier will? Natürlich, die sollen sich alle das Video angucken. Bis zum Schluss. Wollt ihr das Video angucken? Na klar. Führt kein Weg, Weg dran vorbei. Also, ja. Verstehe nicht, was du meinst. Ich auch nicht. So, die Oper hat natürlich auch noch ein zweites Dach und zwar ein richtiges Dach, ein Spitzdach. Und das machen wir jetzt auch noch. Genau. Ach, wieder das ist direkt Dach. Dahinter. Vom Dach genau, zum das Dach. Perfekt. Ja, hätte man eigentlich auch alles in ein Video packen können, aber es war ja schon lang genug eigentlich. Ja. Ich denke mal, die Kuppel war auch schon so ein Riesenprojekt. Ich dachte, das war's. Ist so, glaube ich, in Ordnung. Ja, irgendeiner hat mal gesagt, von wegen bei einem anderthalbstündigen Film, also jetzt ein Film, ne, Kinofilm, ja. Kann man sich eh nur 10 bis 20 Minuten merken, was im Film passiert ist. Okay. Mhm. Das war ein Studio, oder was? Ja, genau. Irgendwann kam das mal, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Dann habe ich selber mal ausprobiert, tatsächlich. Und klar, das sind so Kleinigkeiten, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwas passiert, Sachen willst du dir einfach gar nicht merken vom Film. Ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan einfach nichts ein. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Studie gab's oder gibt's oder wie auch immer und fand die tatsächlich sehr interessant. Und, also ist alles richtig mit den 10-Minuten-Parts? Also bei mir schon. Ja, guck, beim Krieg sind es natürlich 18, der will natürlich ein bisschen aufholen. Schöne Grüße da, geht jetzt raus. Ja, Grüße. Ja, will ein bisschen aufholen mit seinen Parts. Ja. Die sind ein bisschen länger. Ja. Aber ich meine, ne, was der auch dahin baut, das kann ruhig ein bisschen länger sein. Das muss man genießen. Ja, ehrlich, also das ist schon. Ja. Was der Rick da sich zusammenschustert, ist schon alle Achtung. Muss man wirklich sagen. So, und das Dach hast du dir auch wieder von fertig. Der Drohne? von der Drohne. Ja, das hat man ja im letzten Part ja auch schon gehabt. Das ist auch von der Drohnenaufnahme, ja. Ach ja, okay. Also ist alles tatsächlich von der Drohnenaufnahme entstanden jetzt alles hier. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt. Achso, ich wollte das Runddach, genau. Ich habe das einfach nur als Hilfe genommen. Das ist ein Rundfenster. Runddach sage ich schon. Rundfenster. Ach, krass, ist das, ne? Du hast dir das dann als Hilfe genommen. Das habe ich mir einfach nur als Hilfe genommen. Ja. Voll gut. Voll die gute Idee. Hier, Leute, da könnt ihr direkt mal sehen, so kann man auch rund bauen. Das ist doch voll genial. Guck mal, wie schön. Dachte ich mir auch. Das ist ja schöner wie unten an der Brücke das. So gemacht. Aber da kam ich ja noch nicht drauf, weißt du? Das wie kamst du denn da drauf? War das Zufall oder weißt du noch, wie du da drauf kamst? Ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Ich dachte mir so, irgendwie muss ich das gescheit hinkriegen und dann habe ich halt das Tor halt da gefunden. Oder dran gedacht, besser gesagt. Und dann habe ich das dran gehalten und so gemacht. Sehr kreativ, sehr, sehr kreativ. Ja, manchmal muss man sich ja ein bisschen helfen, ne? Ja.
Voll gut. Ich bin total begeistert, dass du da auf diesen Gedanken gekommen bist, um dann diesen Rundbogenfenster da zu machen. Damit. So könnte man sich quasi auch, wenn man rund bauen möchte, einfach helfen, ne? Ja, eben. Also das mache ich aber, wenn ich hier zum Beispiel Custom mache, mache ich das immer. Nehme ich mir zum Beispiel diese Rundbögen einfach, diese normalen Bögen, wenn ich da was Custom machen will, dann baue ich die auch einfach nach. Ja, oh, genial. Richtig gut. Mir gefällt das Dach aber auch sehr gut. Sieht tatsächlich einfach und schlicht aus, aber dennoch hat's was. Ja. Ich weiß nicht, es ist, sieht gut aus. Aber das Dach hat auch eine andere Farbe jetzt wie die Kuppel? Ein bisschen, ja. Also kann auch sein, dass es durch das Licht gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Schlussendlich habe ich das einfach so nach Bild gemacht. Okay. Genau, und oben drauf hast du irgendwie so überdachte Ecken. Keine Ahnung. Die habe ich ja natürlich jetzt alle nachgebaut jetzt noch. Und keine Ahnung, was da drin ist oder da drunter steht, weiß ich nicht. Boah, immer diese Fummlerei, ne? Ich hab's gehasst. Ja. Diese Ecken sind die schlimmsten überhaupt, wenn du ein Dach hast. Ja, ich habe die nach innen gehen, weißt du, die so nach innen gehen. Ja, so, ja, wenn ja, die nach außen gehen, ist scheißegal, ne? Entschuldigung. Achte auf deine Worte. Ja, Entschuldigung. war jetzt so nicht. Hier, bei sowas, ne? Da geht's. Ja, bei so einer Ecke geht's, ne? Aber sobald die dann nach innen gehen, diese Ecken, wenn du rund machen willst, Kreizekatastrophe, ehrlich. Ich hab's gehasst. Ja. Ja, aber ich habe ja vorgesorgt. Ich habe ja Custom-Dächer da hinten noch irgendwo rumfliegen gehabt, genau da. Nicht schlecht. Du wusstest schon, warum. So ungefähr. Ja, voll gut. Das hätte ich mal gewusst. Toll. Ja, ich glaube, da habe ich es aber schon wieder weggelöscht gehabt, wo du den Pack gekriegt hast. Ja, gut, okay. Da hättest du mir aber, ja. Alles gut. Hättest du mir klauen können, achso, ja. So meinst du. Ja, hätte ich klauen können. Aber ist egal. Ja. Ich habe mein eigenes Custom-Dach. Komm, ist, ja, eben. Ich meine, so ist es so ein kleines Puzzle geworden mit dem Dach. Hab ich viel Zeit gespart. Und was ich auch immer gehasst habe, das sieht man jetzt hier auch gut, wenn du das eine jetzt gleich kopierst, dass das halt verdreht ist. Ne? Jetzt hier zum Beispiel. Das ist nicht rechtwinklig das Teil, sondern dieses, wie nennt man jetzt hier auf X halt diese Welt, ne? Dieses. Ja. Ist ein bisschen verdreht und das dann auch wieder dann so richtig zu machen, ich werde paranoid bei sowas, ne? Raste dann voll aus. Boah, warum dreht sich das Ding denn jetzt einfach so, ne? Will ich doch gar nicht. Ja, da flippe ich komplett aus. Da kriege ich ein zu viel. Ja, aber so entsteht jetzt langsam das Dach und dann sind wir auch schon fertig. Dann sind wir tatsächlich schon fertig, Wow. Wie gesagt, ich habe tatsächlich irgendwie vergessen, ein bisschen was aufzunehmen. Vor allem hat sich das ja schon viel getan dann. Aber wie gesagt. Die Überraschung. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist extra die Überraschung, die ich extra nicht aufgenommen habe. Genau, das hat er mit Absicht gemacht. Ja, natürlich. Wir hatten ein Meeting gehabt, Truefix, und dann haben wir das da nochmal besprochen, wie wir es nochmal angehen und so. Genau, wir wollten halt bei den letzten Partnern so sagen, Das Management hat auch gesagt, nee, lass sein. Und Nee, Quatsch. Er hat es einfach vergessen. Ja, was soll ich sagen? Ja. So wie es ist, ne? Hast du vergessen? Dieses. Habe ich vergessen. Und dann gab es noch irgendwie, das ist irgendwie noch so, ich habe keine Ahnung, ob das Metallplatten sind, die dann irgendwie, das frag mich nicht. Ja, es ist halt auch schwierig, wie willst du das denn auch sonst machen, ne? Ich meine, du hast jetzt Drohnenbilder gesehen, hast geguckt, fertig, mehr kannst du da nicht machen. Ja. Ich meine, die Oper an sich ist ja schon,
Das Dach interessiert am Ende, glaube ich, gar keinen. Also das, was du da drinnen gemacht hast. Ja, also das ist krank. Das ist, also wirklich, Entschuldigung, aber das ist Wahnsinn. Phänomenal, ehrlich. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgehalten mit dem Dach. Also ich bin hier in dem Park. Die Kuppel ist wichtig, ja, aber das ist... Ja, so schon klar. Sein. Aber ich bin hier, bei Bella Italia bin ich vollkommen falsch. Also ich bin hier... Nee, also was ihr... Das würde ich jetzt nicht so sagen. Du hast auch sehr schöne Bereiche gemacht. Ja, aber das ist... ja, das sieht ja aus wie echt. Ne? Also das ist ja... Also ist schon Wahnsinn. Also ist schon schön, ne? Applaus. Ja. Danke. Applaus. Ja, das ist der grüne Abschluss und ich würde sagen, wir schicken euch dann in Cinematic, wer das angucken möchte. Und wir sehen uns dann nicht mehr in Sizilien, sondern in einen wunderbaren schönen Bereich. In Venedig oder Da Vinci. Oder Da Vinci. Vielleicht ist sogar schon fertig, Da Vinci, ne? Dann kommt ja vielleicht Rom. Vielleicht kommt da schon Rom. Oh. Oder Pisa. Also, dann viel Spaß. Viel Spaß mit dem Cinema. Oder Bella Italia Part 2. Ja, auch. Also, jetzt machen wir erstmal Schluss. So, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß. Ciao. Tschüss. Franco, un gran casco, un gran turbante.